Ricky gegen Blaze. Sie haben letztes Mal schon gespielt. Nee, eigentlich war ich jetzt. Ja. Okay, es gab hier einen kleinen Dispute. Die Leute kloppen sich drum, wer mit mir kommentieren darf. Der higher-ranked Spieler hat gewonnen. Auf einmal will es jeder machen. Ja, ich habe gerade schon gesagt, es wurde sich hier drum gestritten, wer mit mir kommentieren darf. Wenn es um Michael geht am Mikrofon, dann wird die Sache ernst. Ja, das stimmt. Freunde, so sieht's aus. Und damit begrüßen wir euch jetzt nochmal. Wir sind jetzt das Commentary-Team für die nächsten, ich denke, so mindestens Stunde, vielleicht eineinhalb. Ja, ich weiß gar nicht, wie das jetzt überhaupt noch alles gespielt wird. Also Losers ist ja noch nicht, also was heißt nicht so weit, ist ne, so normal weit vorangeschritten, sag ich mal. Ja, ja. Ich glaube, wir haben jetzt so basically Top, sind wir schon Top 16, Top 24? Das ist top. Und, das ist auf jeden Fall ein Top 16 Match, Top 12. Ja. Ja, ich glaube persönlich, das wird jetzt hier so Top, irgendwas Top 16, so Top 16 ja, bis Top 8, irgendwie so um den Dreh genau. Kommen wir. Ja, wahrscheinlich. Ich glaube auch, das Turnier Wir sind schon ist, in Top 16, glaube ich jetzt. Ja, ich glaube, das Turnier ist so ein kleinen Tick in Verzug. Ja. Aber ich denke schon, dass das so bis 10 Uhr abends fertig ist. Ja, um 10 Uhr fangen Crews an. Ja, da bin ich leider nicht mehr da. Ja. Schade. RIP. It'd be like that. Ja, hier haben wir jetzt Nikki gegen Blaze. Die haben letztes Mal bei NDM schon gegeneinander gespielt. Da sah es schlecht aus für Blaze. Ja. Ich bin mal gespannt, was er jetzt hier reißen kann. Er hat mir gesagt, er hat ein bisschen Icy's Practice geholt, aber das war gegen Nikki selbst. Ja. Das heißt ja. Natürlich, eigentlich gut, weil was für eine bessere Practice kannst du dir holen als gegen den Spieler selber. Ja. Aber Nikki lernt natürlich auch dazu. So ist es. Das Ding mit Nikki ist halt, ich weiß nicht, ich glaube, er ist an diesem Punkt angelangt, in seinem Top-Level, muss man auch sagen, er ist einfach wirklich Top-Level, dass er alles kann. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, es gibt keinen Gegner mehr, der ihn schocken kann. Früher hat man ja gesagt, Icy's, das ist bei ihm so ein Secondary, was war das bitte? Ich weiß nicht. Früher hat man gesagt, okay, Icy Secondary und so, aber inzwischen ist er ja so drin mit diesem Charakter, dass... Das ist ja sein Main mittlerweile. Ja. Also er spielt vielleicht Fox in so Match, also eigentlich versucht er das gar nicht mehr zu spielen. Ja. Also außer in Doubles. In Doubles spielt er noch Fox. Da ist halt Fox natürlich auch sehr viel besser als Ice Climbers. Ja. Aber also selbst gegen Solo Battle auf Valhalla ist er ja komplett Icy's geblieben. Das ist heftig. Das ist halt krass gegen Huff, weil Huff war normalerweise, glaube ich, ein Matchup, wo er davor immer gesagt hat, er wird wahrscheinlich eher Fox spielen. Aber wenn er es mit Icy's auch schafft, gibt es halt natürlich keinen Grund. Ja, aber ich glaube, so ein bisschen ist auch so Matchup-Inexperience, glaube ich, von vielen Leuten. Weil gerade, ja, ja. Und wir haben halt, in Europa haben wir niemanden, der auf Nikki-Level ist, was Icy's angeht. Er macht Sachen gegen dich, da wird kein anderer Icy's dran denken überhaupt. Alter, wir hatten doch mal... Es gab mal ein paar. ICs, Johnny so Fight gab es genau, mal. Ja, ja. Aber der spielt nicht mehr. Mhm. Jetzt haben wir halt noch so Diamond aus Schweiz. Ja. Smarted auch noch. Der ist auch ziemlich gut. Aber die sind halt alle nur mal so ein Tier mindestens unter Nikki. Das ist halt dann schon hart, sich da Practice zu holen. Der Downfall der ICs in Europa. What happened? Wobbling-Bun. Glaube ich. Aber ich finde es umso, was soll ich sagen, erstaunlicher, wie gut er einfach immer noch ich ist glaube, und wie er es immer wieder unter Beweis stellt. Ich glaube, der Wobbling Bun hat Ice Climbers Spieler besser gemacht. Ich glaube, weil sie dann mehr gegrindet haben. Weil du siehst hier Setups und so, die hättest du nie davor gesehen, weil die wirklich immer sich darauf konzentriert haben, diesen einen Grab zu bekommen, was halt dann sehr oft ein Guaranteed Kill war. Mhm. Und jetzt, wo du halt ein bisschen mehr machen musst, musst du halt auch sehr viel mehr dran arbeiten. Und ja, ich glaube, dass sie einfach mehr grinden als davor. Ich glaube, davor wird einfach nicht so viel gegrindet bei denen. Nee, ist auch viel mehr, die haben auch einfach viel mehr Mix gefunden, den es früher halt nicht gab, weil sie halt obviously eine sehr gute Option hatten. Ja, und wenn ich mir jetzt so angucke, eigentlich dieses Matchup, ich kann mich erinnern, dass ICs das immer so abgeschrieben haben, so richtig schwer und was weiß ich. Es hieß immer so ein 80-20 Matchup oder so, also halt basically
dass es over ist, wenn du gegen eine Peach spielst. Es gab ja auch ein paar Spieler, die haben extra Peach dann gepickt, wenn sie gegen Ice mussten. Ja, stimmt. Mehr oder weniger Erfolg, so Mirto King oder so. Ja. War meistens dann nicht so erfolgreich. Also so free war es dann auch nicht. Aber ich glaube, wenn du so eine Pocket Peach hattest, dann konntest du die schon raushauen gegen Ice Climbers. Das hat meistens gereicht. Aber gegen so Ice Climbers auf Nikki-Niveau funktioniert das halt nicht. Also wir sehen hier Blaze, einer der besten Peaches in Europa, struggelt auch trotzdem mit dem Matchup. Aber es sah schon besser aus als vor 2 Wochen. Ja, nee, ich fand, das war jetzt auch trotzdem, es war ja jetzt auch gerade Last Stock oder so, ganz Last Hit vom Second Stock. Und schau mir mal, also jetzt, das ist gerade schon direkt... Ja, direkt ein Anakill, das ist sehr, sehr gut. Mhm. Aber Nikki Sopo ist auch komplett heftig. Der ist so gut. Ich verstehe auch das gar nicht so. Manche Leute sind so, also jetzt halt vor allem auf Nikki bezogen, so, weiß nicht, so, wenn er Sopo ist, irgendwas macht das mit dem Gegner, oder? Ich glaube, es ist so, zum einen ist es so, dass man natürlich immer dann so denkt, ah, fuck, man setzt sich selber so ein bisschen unter Druck, weil man sich denkt, das ist ja ein schlechter Charakter. Ja, jetzt, genau. Ich muss ja den jetzt eigentlich ballern. aber es funktioniert halt eben nicht so einfach. Und ich glaube auch wirklich, dass das Neutral von Nikki, also so das Straight-Up Neutral einfach besser ist als Sopo. Mhm. Weil er einfach dann nicht mehr so für so Setups quasi geht. Ja. Ist dann nicht mehr so Schnickschnack, sondern ist einfach so pures Neutral. Ja. Und Stitch ist sehr hart. Oh. Und Nana-Kill auch sehr, sehr, sehr schön. Also heftig getrennt. Nice. Ja, ich glaube auch einfach, dass sein Neutral an sich ist so gut. Ja. Deswegen ist sein Zuko auch so gut. Also, er braucht gar nicht... sehr gut. Er braucht keinen Schnickschnack sozusagen. Genau, er braucht dann, oder er lenkt sich selber vielleicht auch gar nicht mehr ab mit Schnickschnack, sondern er geht dann wirklich einfach so für das gute Neutral und da ist er halt einfach offensichtlich besser als seine Konkurrenz. Ja. Nee, hätte man besser nicht sagen können und ich finde, es spricht einfach für die Qualität von ihm. Er war ja schon immer jemand, der... Ich glaube, niemals hat jemand gesagt, Nikki, das ist ein Cheeser. Also never. Nee, so klar, er hatte mal so seine kleinen Cheese-Moments. Ich denke da gerne an Herr 3 war es doch, glaube ich. Herr 4, wo er... Herr 5 war das, glaube ich. Ja. Wo er gegen Chrysant gewonnen hat. Genau, ja. So Last Stock, Last 8. Hit mit dem Shine-Cheese. Ja. Aber das sei mal dahingestellt. Das ist ja auch ein Foxitor. Das gehört dazu auch irgendwo. Absolut, aber sonst ist er immer bekannt gewesen für ein komplett krasses Neutral. Ja, aber man muss auch sagen, hier der gute Blaze, Basti, die Maschine, er hält sich gerade mehr als wacker. Ja. Okay, ich dachte ehrlich gesagt, das wird jetzt so ein Upsmash, aber ich bin auch wirklich nicht ICs versiert, dass ich sagen kann, wann was kommt. Ich auch nicht. Ich habe ja selber heute gegen ihn gespielt und ich wurde komplett überrascht, sehr oft. Also ich wusste nicht, was ich tun soll. Ja. Basti ist gestählt von 100 Däumling-Sets. Däumling, Alter, das ist ein Name, den ich lange nicht mehr gehört habe. Das ist halt zu lang her, erstens. Also natürlich, das wurde vor zwei Wochen wurde das auch sehr oft gesagt. Er hatte die Däumling-Practice, aber es ist halt schon so lange her. Und The game has changed und vor allem, also I'm sorry, aber Nikki ist halt nochmal sehr viel besser, als Däumling damals war. Ja. Aber es ist irgendwie wirklich so, ich meine, ich weiß natürlich, dass ich kann mir vorstellen, dass Käse das jetzt gerade nur so halbherzig gemeint hat. Ja, klar. Aber es ist irgendwie so ein Fakt, dass wenn man so ein Teammate hatte, irgendwie so jemand, mit dem man immer gepracticed hat, dann also haftet das immer, an dir. Ja, dafür immer so, er hatte die Marv Practice. Ja, er hatte das war für immer gut, das gegen das Matchup, ja, das stimmt. Genau. Das ist so ein Smash-Ding. Das gab's bei Ultimate, habe ich das auch oft gesehen. Und es selber sogar mal so kommentiert. Ich bin da absolut selber schuldig. Ja, man kennt es natürlich auch. Wenn man sonst nicht viel sagen kann in dem Moment, dann sagt man halt lieber sowas irgendwie. Ja. auf jeden Fall. Der Nana-Kill ist auch wieder da. Der ist drin. Sehr gut, aber er muss jetzt noch den Zopo schaffen auf Last Stock, das ist hart. Mhm. Aber machbar. Oh, gecatcht. Ich vergesse immer, dass die das können. Ja. Ich weiß nicht. So, ich bin nicht auf dem Niveau, dass ich daran denke, mitten im Spiel nochmal Z zu drücken. Obwohl sie eigentlich gar nicht so ein Trickery ist. Nee, aber es ist halt ungewohnt. Ja. Okay. Jetzt, das ist diesen Neutral, von dem du geredet hast. Total grounded, einfach. Er pokt einfach so ein bisschen hin. Er kann natürlich auch seine Follow-Ups und der Down-Throw von Sopo ist halt auch gut. Also er braucht nicht diese heftigen Grab-Kombos mit Nana noch. Die Throw-Setups von ihm sind auch sehr, sehr gut.
Ey, seine Timing-Mix-Ups sind so schlimm. Entweder jabbt er oder er macht so einen richtig ekligen Wave-Dash-Back, kommt instantly mit dem Down-Smash so. Ja. Ist halt sehr, sehr schnell. Der Wave-Dash ist sehr, sehr schnell und der Down-Smash ist halt auch sehr schnell. Das muss sitzen. Das muss jetzt sitzen. Da! Ah! Ja. Ja. Falling Nair, die DI ist so gut. Ich glaube, er könnte abwehren mittlerweile für einen Kill. Ich glaube, ich würde abwehren. Ich glaube, könnte früher killen. Nein! Nein! Okay, er hat's. Alter, wow. Das war nochmal knapp. Okay, nice. Er hat ein Game geholt, das hat er, glaube ich, letztes Mal nicht geschafft. Das ist schon mal nice, aber es ist halt natürlich auch die beste Stage gewesen, Dreamland, in diesem Matchup. Aber ja, selbst ein Blaze muss hart dafür kämpfen. Wie du gesagt hast, auf der besten Stage gerade es so rauszuklatschen. Oh, er hat sich einen Stitch direkt. Oh, direkt als erster Pick. Aber, er hat ihn. Okay, aber nicht mehr im Spiel. Alter, okay. Ja, es ist auch wirklich so, da wird der Stitch als allererstes gezogen und die reagieren darauf. Ja. Der catcht ihn einfach. Kann ich nicht was. Das ist dieses Top-Niveau. Immer. Okay. Aber jetzt darf man aber auch nicht zu greedy sein. Aber Peach kann sich das erlauben. Können nicht viele Charaktere einfach so greeden für den Nana-Kill und dann nicht gepunished werden. Aber Peach kriegt das ganz gut hin. Ich habe halt auch wirklich das Gefühl, dass wenn... Wie sage ich das? Wenn Ice Climbers ein Lead hat... In den Händen eines Spielers wie Nikki. Sehr schwer zurückzukommen. Ganz schlimm. Ja. Ganz schlimm. Weil er ist so gut darin, wenn du zu ihm kommen willst. Und so ein Charakter wie Icy's belohnt das. Ja, auf jeden Fall. Die waren schon immer sehr gut darin, quasi dich so lange zu nerven, in Anführungszeichen. Bis du dann quasi in die Falle reinläufst, sag ich mal. Und dann gepunished zu werden. Mittlerweile immer noch. Es ist natürlich so, dass die Grab oder die Throw-Setups halt nicht mehr so heftig sind wie das Wobbling. Ach du Gott, ey. Ich meine, aber gegen Spacey ist immer noch heftig, aber gerade so Floaties geht so, aber Nikki lässt sich da trotzdem immer viel einfallen, wenn er von Nana auch unterstützt wird, weil es ja auch dann RNG-heavy ist. Ja, ja. Ich muss sagen, ich glaube, ich bin mir da nicht ganz so sicher, aber hat Ice Climbers nicht so eine Down-Throw, ein Confirmed Up-Smash auf Floaties? Es kann sein, aber ich glaube, das ist eher sowas, um Prozent zu machen. Ich glaube nicht, dass das unbedingt ein Kill ist. Mhm. Aber ich weiß es nicht. Kommt vielleicht auch auf die Stage drauf an. Ja, ja. Oh, nice. Schön von unten reingefloatet, aber Nikki versteht natürlich sofort, dass wenn Blaze drin ist und sozusagen jetzt definitiv für einen Down Smash geht, er catcht ihn wieder gefangen. Nein! Oh, und er hat ihn noch. Ja. Wer hat ihn in der Hand? Ja, das ist schon rough. Also, at this point würde ich als Blaze vielleicht die Stitches direkt wegwerfen. Weil lieber sind die gar nicht im Spiel, als wenn der Gegner ihn hat. Ist es nicht so, dass wenn der Stitch gegen Nana klatscht? Dann kannst du ihn fangen als Provo einfach. Das ist some Trash, will ich mal ganz kurz sagen. Also, du musst natürlich trotzdem irgendwie hoffen, dass der irgendwie so bounced, dass du ihn fangen kannst. Ja. Aber wenn du halt... Ich meine, die sind ja eh immer direkt nebeneinander eigentlich, außer sie sind halt separated. Ja. Also ja, ihn zu fangen ist dann, glaube ich, ein bisschen einfacher. Und ich habe auch das Gefühl, dass wenn du... Man kann ihn ein bisschen schwer sehen. Ja, auf jeden Fall. Wenn du ihn gegrabt hast und du hast noch einen anderen im Spiel. Boah, das Neutral, ich kann nicht mehr. So gut. Oh, es ist hart. Also die Stitches haben, also wie du gesagt hast... Ich würde die Stitches jetzt auch wegschmeißen. Ja, ich würde die wegschmeißen, ja. Weil das ist Game 4, ne? Ja. Ja, ja. Ja, ich weiß nicht, was kann... Blaze ist auch am Nachdenken, so welche Stage und so. FOD, vielleicht Yoshi's, glaube ich, gesagt. Ja, nice call. Ja, kann ich irgendwo sehen. Ja. Aber es ist halt irgendwie hart. Also, ich weiß nicht. Normalerweise, es gibt ja auch... Ich glaube, er hat bei NDM FD gecounterpickt. Ja. Fand ich auch ein bisschen weird, weil FD ist ja so der Icy's Counterpick eigentlich immer. Ja. Aber da wusste ich auch nicht, okay, vielleicht hat halt Peach diese komische Float-Höhe oder so, wo halt Icy's dann nicht viel machen können. Ja, ja. Aber dadurch, dass es jetzt ein bisschen gegrindet hat, glaube ich nicht, dass das der richtige Call war. Ich glaube, FOD ist dann wahrscheinlich ein bisschen besser. Ja. Wahrscheinlich hat es auch viel mit der... Oh, das war komisch. Mit der Top-Plattform zu tun. Dass Ice da nicht so gut rankommt. Deswegen hat er auch Dreamland gepickt.
Das ist nämlich das, wo ich erstmal normalerweise denken würde, okay, bei Dreamland leben die auch so ewig, also selbst Toko mit so einem guten Mash, der lebt ja dann schon echt sehr lange. Ja, ja. Aber ja, wenn du halt wirklich dann dieses Plattform-Game spielst, um dir halt ein bisschen ja, zu campen und die Approaches dann ein bisschen zu auszustuffen, dann ist das eigentlich schon eine ganz gute Stage. Ich meine, es funktioniert auch gerade relativ ja, gut. Doch schon, ja. Aber ich meine, ja, es ist, Niki kriegt trotzdem sehr, sehr viele Prozente hier aus seinen Openings. Ja. Die Smash-Attacks sind halt auch immer richtig heftig, ne? Also, die machen so viel Knockback. Das sind halt einfach zwei direkt hintereinander. Ja. So, es ist sehr viel Damage und dann direkt auf Knockback. Haben die beide same Damage? Ich glaube schon, ja. Oha, dann ist es ja wirklich wie so 40 Damage. Ja, es ist sehr rough. Ja, ich weiß nicht, ich finde auch wirklich so, es ist schwer, weil die Plattform, die... Niki ist so ein richtiger Haifisch. Ja, er sharkt halt sehr. Er sharkt extrem gut. Und ich finde auch der Airdrift von Ice Climbers, nicht, dass er underrated ist, aber der ist echt gut. Ja. Also es ist auch wirklich schwer dann, wenn du mit einem Floaty drüber bist und innerhalb von einer Sekunde kriegst du so eine Up-Air ab und dann vielleicht noch so eine Doppel-Up-Air und da schon wieder irgendwie so 30% kassiert, nur für einen Trade. Okay, es ist aber relativ even. Mhm. Oh, er kriegt den Nana-Kill, er kriegt den Nana-Kill. Aber er steht selber dafür, er war zu greedy. Oder er kriegt nein, den Nana-Kill nein, nicht, nein, mal. Nein, nicht mal. Das ist schwierig. Ja, ich glaube, das könnte es gewesen sein. Davon zu recovern ist hart. Ja, das ist natürlich auch mentaler Damage. Ja. Natürlich weiß ich, was... Er Cheatbreak. Was? Was ist denn jetzt los? Er kann auch... Aber... er kann punishen, wie er will in dem Moment. Auch super guter Attack auf die Down. Also Niki weiß genau, ich muss ja jetzt einfach nur ein bisschen schützen und passiert nichts. Ja, es ist halt jetzt sehr viel Prozent, könnte es gewesen sein. Ja, ich glaube, es ist over. Ja, es sind zu viele Prozente, jetzt kommt der F-Smash. Batsch. Ja, es ist sehr rough. Ja, das war einfach... Ja, I don't know. Ich würd sogar sagen, better player at some point. Weißt du, so, wenn es so Sachen sind wie, oh, Stitch, ne, kein Problem für mich. Plattform, FOD, kein Problem für mich. Ja. Er kann auf jeder Stage alles aus dem Charakter rausholen und weiß nicht, so viele Optionen hatte Basti da nicht. Er hat ja auch selber überlegt, okay, welche Stage will ich gehen, was bringt's mir da jetzt? Ja. Und irgendwie, ich weiß nicht, Niki ist just too good. Kann man nicht anders sagen. Er ist sagen. Wirklich zu gut. Ja. Ich weiß nicht, also ich glaube den besten Shot hat wahrscheinlich Kinso heute. Aber es wird, glaube ich, auch sehr rough. Weil wann haben Kinso und Niki das letzte Mal gespielt? Ja, ja. Bro, es ist so lange her. Ich glaube auch, oder? Weil Niklas war ja sowieso dieses Jahr relativ inaktiv. Oder? Ja, und davor war Niki inaktiv. Ich glaube, das ist wirklich schon 2 Jahre her oder so. Also es ist wirklich schon sehr lange her. Was sagt das Bracket? Okay. Ich weiß nicht mal, ob Kinso schon gegen Nikis Icys überhaupt gespielt hat. Überhaupt, ja.